Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade draußen schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für dich Janitor Bleeds und wir starten sofort das neue Game. Auf geht's! Es ist so ein bisschen degraded irgendwie. Es hat so einen leichten PlayStation 1 ROM-Look irgendwie. Und wir schauen mal, was das so wird. Der Benny hat es mir hingepackt und deswegen spielen wir es jetzt. Na toll. So, okay, wir kommen zu uns nach einem Autounfall. Und schauen wir nochmal. Haben wir den Find Help? Okay. Haben wir irgendwie eine Flashlight? Irgendwas? Nö. So, dann kann man jetzt höchstens mal da vorne hin. Ich würde mal so Richtung Licht gehen. Es ist schon, es ist wirklich ein bisschen PlayStation 1 mäßig. Ich habe die PlayStation 1 geliebt. Sie war so schön. Eine tolle Konsole. Aber hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Hallo? Und das ist der Pylone des Undurchdringlichen. Hier kommen wir nicht durch. So, okay, so. Okay. Was ist das? Zwei Städten da? Kommen wir da hin? Das ist ein Zelt und ein Auto. Kommen wir da hin? Hier ist die Leitplanke. Schauen wir nochmal. Ein Zelt. Wer campt denn hier? Oh, da ist duster hier. Meine Fresse. Ah, we got a flashlight. Nice. I woke up in my car, having crashed into a rock. I must have been heading home. Luckily I still had the gear from last week with me. No way I couldn't climb back on the road with my busted leg. Something is definitely wrong here. That damn light. Maybe I can't resist. It's called one more night. Okay, gut. Ja. Ebenfalls ein Auto und verjagt hat Gott sei Dank ein Zelt bei gehabt, kam aber nicht weit wegen seinem. Was ist denn hier? Wir hatten schon das Rotlicht angelassen. Was ist los hier? Mitten in den Wald spazieren oder was? Ja, hatte einen Unfall. Wir brauchen nur den. Ging nicht gut. Er kam nicht raus. Aber er hat noch sein Zelt bei ihr. Weil die Moni geholfen hat. Ey, es ist so fucking duster, Alter. Warum sind denn die Taschenlampen in dem Spiel immer so scheiße? So als gewesen sind so eine 2 Watt Birne da vorne drin. Keine LED. Glühbirne. 2 Watt. Oh. Oh. Ja, nö, dann lass uns doch mal hier schön in die creepy Kanalisation krauchen. Schön. Hier werden wir auch Hilfe finden. Alter, wer macht denn? Das ist auch so. Auf einer Skala von mache ich definitiv nicht. Bis, ja klar, ist das allererste, was ich machen würde. Wenn ihr einen Autounfall habt und ihr wollt Hilfe suchen, würdet ihr oder würdet ihr nicht in eine Kanalisation krauchen? Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr entscheiden würdet. Also, ich spoiler mal, ich würde es nicht tun. Und ich hab's gerade getan. Was für ein Shit. So, wo bin ich hier? Pass Control. Alles klar. Gut, mit Control können wir crouchen. Oh, wir können uns ja hinlegen. Ja, das ist doch geil. Schön. Mhm. So leichte Silent Hill Flashbacks. Du kommst quasi in die Stadt durch so einen Tunnel. Schön. Okay. Also man hat es, glaube ich, auch schon so ein bisschen so auf Steam, auf den Bildern gesehen. Es ist eine Spielhalle, in der wir uns irgendwie bewegen. Und man soll wohl sehr viel mit Automaten irgendwie interagieren.
Das ist jetzt so erstmal alles, was ich weiß. Lass uns mal überraschen. Also die Autos parken aber auch so, als das sieht mir nicht so normal hier aus, Freunde. Seid so wie es ist. Sei denn, es ist... Nee, das zeige ich jetzt nicht. Das ist eventuell ein Randgruppenparkplatz. Okay, können wir reinkrauchen? Das haben wir getan. Wir sind drin in Hemos Arcade. Mhm, das ist aber schön. Oh, was haben wir hier? Eine Münze, wir haben eine Münze gefunden. Ja klar, wir werden Münzen wahrscheinlich brauchen, um überhaupt mit den Spielautomaten agieren zu können. Interagieren zu können. Zack. Investigate the Arcade. Okay, machen wir das. Also Spielerhallen sind schon immer geil gewesen irgendwie. Also ich habe sie geliebt als Kind. Und zwar, wir hatten aber auch leider... Oh, hier ist noch eine Münze. Wir hatten bei uns in der Nähe nicht unbedingt so eine Arcadehalle. Aber dafür, da wo ich als Kind mit meinen Eltern immer in die Sommerferien gefahren bin, da gab es so ein Ding. Mann, hab ich sie liebt. Mann, hab ich meine Eltern in den Ruinen getrieben, weil ich denke, ich bin hier nochmal irgendwie das Ding hier fahren. Also gerade hier sowas hier mit dem Motorräder, sowas fand ich immer geil. Wo ist das? Wo haben wir das? Hier. Sowas fand ich immer total cool. Total, man ist der letzte Pappen auf den Dingern irgendwie. Man kommt doch nicht besonders weit, weil man eigentlich nur auf diesen geilen Motorrädern sitzen will. Wie ist es denn bei euch irgendwie? Seid ihr früher, ja, fragt, natürlich seid ihr bestimmt auch gerne in solchen Arcade-Hallen gewesen, aber welche Spiele habt ihr gespielt? Space Harrier? Das war so ein ganz bekanntes und sehr, sehr beliebtes Spiel gewesen, tatsächlich. Ja, sowas fand ich hier mal irgendwie komisch. So ein Kirmesquatsch hier irgendwie. Bälle drin werfen. Oh, Ball. Gib ihn mir. Mit diesem Kuscheltier würde ich mich gleich viel sicherer fühlen hier. So, ja, grundsätzlich habe ich jetzt aber noch keinen Automaten gefunden, mit dem man jetzt hier interagieren könnte. Oder? Hallo? Hallo? Oh. Wir haben einen grünen Schlüssel. Lass mich raten. Grüner Schlüssel schließt grüne Tür auf. Okay, cool. Ist das ein Zettel? Almost done with my first week here at Hemos. I came here at all the time when I was a kid. So the feeling was pretty surreal. Everyone's been really nice, but Ryan. He stopped tending to the cafeteria, spending all his time in the main hall instead. The others have heard him whisper some nonsense like, "He's seen the light, and we will all be covered with sheets." I'm not sure what the problem is. Ja, das weiß ich auch nicht, was sein Problem ist. Ryan, sorry. Oh, Münze. Können wir hier ran? Ja. Oh, okay, alles klar. Wir haben jetzt erstmal gerade den Strom angeschaltet. Der war ja nicht an, oder was? Doch, oder? Der war doch an. Also, die Lampen waren jetzt nicht an, aber... Das Neonzeug? Ah, ist ja auch egal. Der Strom ist jetzt an. Yeah! So, hier haben wir eine Tür. Locked. Kann das vielleicht sein? Grüne Tür, grüner Schlüssel. Rote Tür, roter Schlüssel. Oh, eine Musik. Which music is this? Music is what I'm living for. Kommt mal her. Aber da hinten war doch jetzt nichts weiter, oder? Wir gucken nochmal. Hier so. Hm, was fliegt denn jetzt hier rum? Eine kleine Fliege. Kann man hier hin? Hier kann man hin. Kann ich das hier... Nee, kann ich kaputt machen, oder? Nee. Steh mal auf. Kann ich hier drunter... Ach, hey. Ach, guck mal, kann ich hier unter den Tischen durchkriegen? Ah, das ist ja nice. Okay, und schon bin ich irgendwie gleich im Modern Warfare. Okay, cool. So, dann schauen wir nochmal, wo die Mucke herkommt. Ein Klo? Guck mal, hier hinten war ja auch noch eine grüne Tür. Yeah! Okay. Und Schlüssel? Schlüssel ist jetzt weg. Do not play? Okay.
F for use, 3 Coins. Hammer, machen wir. Hä? Ist gut. Ah, erstmal Coin einwerfen hier. 1, 2, 3. Ready, cool, alles klar? Let's do it. E for play. Level 1. Ah, nice, Alter. Schön C64-Grafik. Ja, wir sind anscheinend hier eine Putzkraft. Ein Hausmeister. Oh, Level 1 von 2. Und wir müssen hier direkt wegmachen. Ach, wie einfach geil die Games damals noch waren, ey. Können wir jetzt hier hoch? Ja! Und nun? Nächster Level. Ah, hier. Noch mehr Dreck. Muss ich wegmachen, Gottwitschen! Level 1-3. Ja, da wird der Dreck hier schnell weggewischt. Oh, wir haben hier. Hallo? Hallo? Was fandet? Okay. Pick up the key. Ach, geil. Und use. Yeah. Was? Gib's dem Drecksack. Level 1? Fragezeichen. Was ist denn das jetzt? Irgendwas sagt mir, dass wir das Glück nicht rauslassen sollen. Okay. Hier drüben wird noch was sein und wahrscheinlich der Schlüssel. Nee. Nö? Wo ist der Schlüssel? Oh, jetzt ist es offen. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel. Aber ich möchte das nicht rauslassen. Fick doch am Arsch. Sieg doch gleich. Komm doch hier nicht weg. Und nun? Hallo? Kommst du raus? Oder muss ich rennen? Ich glaube, ich muss rennen, wa? Turn the power back on. Okay, alles klar, ne? Das ist ja schön. Das ist ja schau. Oh. Münzo? Was ist denn los? Warten. Hallo? Ja, sag doch dir nicht, warum einfach. Was ist denn, bin ich jetzt hier nicht mehr alleine oder was? Rote Leuchten aus dem Welt. Investigate the light. Nee, mich ich nicht. Ah, kick mal hier. Kick mal, sei da durchgegangen. Toll. Na super. Schön. Okay, dann krauchen wir mal in den Lüftungskanal. Wie schön. So. Setzt leichte metallische Solid Musik ein. Oh, ein anderer Automat. Jedes Mal habe ich Flashbacks von Metal Gear Solid, wenn ich in einen Lüftungsschacht krieche. Jedes Mal. Das hat mich so geprägt. Von der Grafik identisch. Warum sind hier überhaupt Büchsen? Warum liegen hier Büchsen im Lüftungsschacht? Wie kommen die hier rein? Was hör ich hier? Für die Faucher und die Knurre. Hey guys. Find a way out, okay. Oh, Mütze!
sah das? Ist das Licht vom Fenster? Oh ja, da ist irgendwie... There is the light in front of the window. Warte mal, hier ist noch ein Zettel. It has been a difficult couple of years. Whose idea was it to start and make a business in a local like this? At this rate, we won't last more than a couple of months. I might have found a solution. I came across a strange brochure about an old arcade cabinet for sale. One of a kind, it said. I had a strong urge to order the cabinet, as expensive as it was. All ordered the posters for this janitor game. Whatever it happens, this will be the last hooray of Hammer's Arcade. Ja, okay, na klar. Das haben wir nicht gekauft, das Ding. Mit diesen komischen Janitor-Automaten. Okay, wir müssen anscheinend hier wieder... Yeah! Erstmal hier die Münze einsacken. Und... Oh, noch eine Münze. Die Fauch hier, ey, Wahnsinn. Eine gelbe Tür. Wir brauchen also einen gelben Schlüssel. Yellow Key. Haben wir eigentlich eine Batterie, die hier schlapp macht? Von dieser kleinen Taschenlampe? Scheint nicht so. Okay. Eins. Wie viel brauchen wir? Zwei noch. Ready. Und F for use. E for play. Level Office. Und der Putztag beginnt von neuem und ich mache hier alles sauber. Das ist mein Beruf. Okay. Okay, der Schlüssel ist von mir. Ah! Nein! Tot. Warte mal, locker, mach locker, Junge. Okay. Die Frage ist jetzt... Okay. Die Säcke sind alle weg. Also der Dreck ist weg. Oh, das ist aber wirklich fies gemacht, ey. Kommt der Monster jetzt hier nochmal? Map. Also wir mussten es anscheinend erstmal freilassen. Scheinbar mussten wir hier sterben. Nice! Das ist doch eine coole Idee. Das ist ja mal eine coole Idee. Sehr schön. Und wir haben den Schlüssel für die gelbe Tür. Aber können wir noch irgendwo... Können wir noch mehr finden? Da muss doch mal Hausmeister Krause nochmal los hier. Nee, tatsächlich nicht. Schau dir. Aber das ist natürlich ein cooles Prinzip, ne? Also über die Spielautomaten findest du etwas und du kannst es hier im Real Life benutzen. Okay, es gibt also noch mehr gelbe Türen, von uns eine rote Tür. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage, wo dieses Licht ist. Hier ist rote Tür, hier kommen wir nicht durch. Nein. Manager Office und das Warenhaus. Das Warenlager. Gehen wir nochmal da an. Wo? Wo? Wie? Wo? Wo? Wie? Ich weiß ja mal nicht, ist das irgendwas, was man. Wird das einfach nur getriggert irgendwie? Ist das eine. Geskriptete Sequenz, der man jetzt einfach bloß irgendwie ausweichen muss? Oder. Ist jetzt tatsächlich etwas, mit dem man agieren muss irgendwie. Also dem man jetzt tatsächlich... Wie sagt man denn? Benny sagt immer so, was man outplayen muss irgendwie, ja? Was man umgehen muss. Naja, wir werden es rausfinden. So. Teddy! Okay, alles klar. Ich schätze mal, wir müssen hier durch die schmale Suppe. Rote Schlüssel haben wir nicht. Nein. Rein damit dir.
Sachen krauchen? Na, 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 na. Oh, da hört er schon wieder, einen Automaten. Da haben wir schon wieder einen Automaten. Komm hier raus. Hallo? Hallo, Sir? Nee, guck mal nicht. Wir können es auch nicht aufbrechen, ne? Eh, nix, nee, nur steht. Aber da sah mir dann wieder das Warenhaus aus. Vielleicht kommen wir da jetzt gleich raus. Im Warenhaus. Vielleicht Lager. Ja, ja, das sieht so aus. Creepy, creepy. Ich sehe schon. Das sind zuerst mal so Baumklatscher. Kann man machen. Why not? So, hier sieht noch eine Münze. Die grabschen wir uns erstmal. Jump Frog. Ah, Frogger. Na, schöner Ding. So, hier vorne haben wir einen Automaten. Haben wir noch irgendwo. Ah, hier haben wir noch eine Münze. Na, los! Und hinstellen. Hier vorne sieht man eine Münze. Hier ist eine Münze. Na Mensch, hier wimmeln uns aber von Münzen. So, okay. Eins, zwei, drei. Level Warehouse. So. Den ersten Haufen Schmutz beseitigt er mit Leichtigkeit. Der zweite stellt auch keinen Hinweis für ihn dar. Und dann gehen wir mal raus hier. War nicht gerade. Hallo? Mach weg! Nee, mach weg! Oh, das ist ein blöder Staubfluse da. Total erschrocken. Damn. So, okay. So, irgendwo, da ist noch... Oh, was ist das? Was ist das? Oh, das ist das. Die Schippe? Oder was? Ja, aber das ist halt... Na und? Ist, ja, jetzt ist es weg. Aber das ist der Klassiker, ne? Irgendwie so C64. Ne? Es, letztendlich, man konnte nicht wirklich erkennen, was das ist. Ich kann es jetzt noch nicht mal erkennen. Ein Schraubenzieher! Na klar, hätte man ja auch sehen können, bei den drei Pixeln. Nice. Und wir haben den Schraubenzieher. Für... What? Können wir jetzt damit das Gitter aufpopeln? Was? Ah, okay, alles klar. Wir müssen ganz schnell dran rumruppeln. Können wir die Tür aufmachen? Nee. Sieht doch rot aus. Okay, da brauchen wir einen roten Schlüssel für. Ist hier noch eine Münze irgendwo zu finden? No. Before the fall. Oh Mann, Alter, ich will so ein Walhahn. Der ist so süß. Für ein Kind, nicht für mich. So, okay, was haben wir hier? Kringel an der Wand. Und ein Zettel. I think I'm slowly pieced together what happened here. I barely managed to avoid the entity. I'm not the first one that has stumbled into this place, nor will I be the last. I don't think the entity is what's truly behind all of this. It's just a figment of what's bleeding through the janitor into this world. Ja, okay, ist nicht der Einzige, aber wird nicht der Letzte sein, irgendwie was über diese Automaten, über dieses Janitor hier in diese Welt kommt. So, okay. Jetzt geht's nach oben. Und hier ist eine rote Tür offen. Das ist aber auch offen. The roof, Alter! The roof is on fire! So ein bisschen blöd, dass ich nicht springen kann. Also halt. Ja, theoretisch könnte man sich jetzt schön verpissen. Ich habe zwar immer noch keine Hilfe gefunden. So wirklich. Aber ich glaube, die werde ich hier auch nie finden. In diesen komisch spuckenden. Find a way across the roof. Okay, alles klar.
zu. So, da vorne kann man lang. Oh, was ist da? Da liegt eine Münze. Ich will sie. Mein Schatz. Das Gold. So, aber immer zur Not in Richtung Licht laufen. Licht ist unser Freund. Wie in so vielen Horrorspielen. So, Teddy. Zur Not auch dahin, wo Teddy ist. Können wir uns eigentlich so eine Sprühdose grabben? Oh, warte mal, Moment. Aha. Oh, da ist eine Münze. Komm hier hin. Okay, Lichtmüll. Kommen die ran. Kann ich hier hinter? Kann ich hier rücken? Ah, ja. Tja, wie geht das jetzt hier hin? Also tendenziell würde ich halt sagen, dass so, okay, alles klar, geht also bloß in eine Richtung. Warum bist du denn so langsam? Oh, Bauarbeiter Teddy. Was denn jetzt? Was war das jetzt? Hat er einen Teddy gefunden oder was? Hä? So. Und noch einen zweiten. Ah, ich habe jetzt noch einen zweiten Schraubenzieher gefunden. Warum einen zweiten? Also krauche ich wieder raus. Na gut, dann muss es einen anderen Weg dorthin geben. Schauen wir mal. Auch hier. Schön immer Richtung Licht. Hier ist auch noch rein. Okay, dann nehmen wir es hier. Ja, nie gut. Ah! Was ist das? Nein! In die Richtung! Nein, Mann, nein! Ah, fuck! Oh. Ah, du hast mir gewalzt. Scheiße! Okay, alles klar. Ah, das ist aber blöd. Das war doof. So. Also. Jetzt muss ich mich nochmal kurz... Wie war das jetzt? Warte mal. Oh Mann. Oh, mach schnell. Mach schnell. Beeilung, Alter, Beeilung. Beeilung! Oh, da kommt die Wurst! Da kommt die Wurst! Ja. Okay. Ah, jetzt sind wir am Automaten. So, hier noch die Münze. Schabumsk. Achso, hier können wir nicht durch. Hier ist auch noch eine Münze. Give it to me, baby. So. Und eins. Überall drei, ne? Zwei, drei. F-Fuse. Play the roof. Oh! Trink der Bier aus. Los, trink der Bier aus. Oh, das war noch nicht. So, hier ist noch Müll zu beseitigen. I'm the man. It's my job. It's a job for cowboy. It's a job for janitor. So, Tür ist offen. Wir gehen mal durch. Bier! Hat bestimmt kein Bier ist. Sondern einfach nur Müll, wa? Ah, ich glaube, wir haben jetzt diese ganzen Müllhaufen beseitigt. Could it be? So, dass wir da durchgehen können. Weil ansonsten würde ich jetzt auch, glaube ich, hier nicht mehr zurückkommen. Okay. Ja! Okay, cool, cool, cool. Die Frage ist jetzt, wo war der nächste Müllberg? So, genau, hier kommen die... Das muss ja hier vorne irgendwo sein. Das Problem ist auch, ich habe jetzt nur noch drei Münzen, ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo verrecke in irgendeinem Spiel hier, wäre das ganz blöd. Tatsächlich muss ich jetzt hier wirklich ein bisschen so nach den Münzen schauen, irgendwie, weil ansonsten ist hier Ente ein Trend hier. Wie als kleines Kind stehst du mit leeren Händen da, mit leeren Taschen und sagst, das kann ich gar nicht mehr spielen. So, hier ist der nächste Müllberg. Den müssen wir irgendwie wegzocken. Nicht, dass man ihn einfach anhebt und einfach beiseite räumt, nein.
Man muss einen Automaten finden und das wegspielen. Hier ist ein Automat. El Automato. Aber, ne, kurz nochmal geguckt. Münzen, Münzen, Münzen müssen sein. Nö. Nichte. Schade. Gut. Dann mal ran an den Automaten. Und können wir gut spielen? Was ist los? Ach, wir können gleich ran. Ach, das ist ja nice. Das ist ja cool. Ja, dann mal hier. Ganz schnell mal den Müll beseitigt. So, hier nochmal schnell. Ah. Ist nichts. Okay. Na nü. Warum ist denn hier die Tür noch offen? Also, warum ist die Tür zu, nicht offen? Okay. Guck mal, hier vorne, hier ist jetzt noch der Müllberg. Aber hier vorne, hier können wir jetzt hin. Interessant. Na, auch hier nochmal schnell geguckt. Schubidubidu. Wollen wir hier keine Münze vergessen? Was wir bestimmt schon haben. So, sehr schön. Okay, ran an den Automaten. Geil ist halt wirklich, dass damals echt Spiele existierten, die dieses Spielprinzip hatten. Ja. Oh, scheiße. Ah, guck mal, ich bin doch von hier gekommen. Hier, da, bumm, da war der andere. Nice, jetzt, the door is open. Entferne den Müll. Klimper, klimper. Und that's it. So, völlig unnütz, zu dem Automaten zurückzulaufen, aber wir sind dann ordentlicher. Janitor. So, okay, alles klar. Jetzt kommen wir hier durch. Und hier ist the next Janitor-Automat. Münze, 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 Münze. Keine Münze, Münze mehr hier. So, F-Use. Wie lang? Oh, das ist aber ganz schön groß hier, Freundchen. Das ist aber groß. Krass. Eine knallende Schepper hier oben, ey. Okay. Das war's. Grundsätzlich ist jetzt nur die Frage, was hat jetzt hier gerade so geknallt? Wo? Scheiße. Ist das Licht jetzt hier irgendwo oben? Ah! Oh, geht mal hier. Aha. Aha. Muss ich jetzt hier runterspringen? Scheinbar, ne? So. Look for a way out. Okay, alles klar. Oh, hab ich. Oh, bin ich jetzt so stark? Oh, ah, Mist. Die rote Masse ist hier und ich habe mich anscheinend ein bisschen verletzt hier beim Sprung gerade. Ne. Warte mal, hier. Ja, hier ist eine Münze. Hier ist eine Münze hier, meh. Die holen wir uns. Miep. Gangster. So, hier kann man nicht. Das ist die Main Hall. So, oh, hier haben wir noch ein bisschen Cash. Cash, Cash. Da jetzt zum Warehouse. Münzen, Münzen. Oh, also hier. Oh, schöne Ding. Komm, erstmal hier einen Kaubonbon ziehen hier. Den Juten von Hitchler. Letztens stand ich in so einem Drogerieladen, ja, nehmen wir mal so Drogerieladen einer Kette, und da gab es wirklich noch diese Kaubonbons von der Firma Hitchler. Und ich musste mich wirklich mal hart fragen, irgendwie, wie eine Firma so lange, sag mal, in der Nachkriegszeit mit diesem Namen aktiv sein kann. Also er ist ja schon
Hitchler. Finde ich schon irgendwie krass. Also, ne? Hat ja nichts damit zu tun, wie jetzt die Ausrichtung dieser Firma ist. Sie hat ja jetzt nichts damit zu tun, aber ist halt schon. Ich glaube, die haben sich jetzt auch umgenannt in Hitchy oder irgendwas. Aber kennt ihr wahrscheinlich alle noch. Hitchler. Also. So, gelbe Tür, aufgeschlossen. Und der gelbe Schlüssel ist weg. Das heißt, alle gelben Türen sind offen. So, jetzt habe ich auch genug hier rumgesülzt. So, okay. Ich würde mal sagen, in die rote Suppe darf ich hier nicht reintreten. Cool zu. Mit, nee. Wow, wow, wow. Okay, also das rote Licht ist hier immer noch am rumwurschteln. Und bin ich ja hier schon gewesen. Also eigentlich theoretisch dürften ja jetzt keine Münzen mehr hier liegen. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Weit. Oh nein, kommt der jetzt hierher? Kommt der jetzt hierher? So eine Münze. Oh shit, oh shit. He's here, and I am not fear. Ich hau einfach, ich verpiss mich einfach. Hab ich ihn jetzt, hab ich ihn noch am Hacken? Kann ich die zumachen? Mann, no! Ich krieg da drin. Wie kannst du mir nicht machen? Weg. Oh, du musst jetzt mal einen Zitronenschluck Kaffee trinken. Ah, mh.